something. I don't know. Ist doch egal, Mann, jetzt. Ja, genau. Bewegt eure Ärsche. Oracle, are there any other escape routes? I'm looking, but. Was, wie, wo, What about that way? Ja, komm irgendwo hin. Oh, scheiße, das Ding sinkt schon. Auf irgendein anderes Deck, verdammt. Ja, dann gib doch mal endlich Gas hier. Oh, scheiße, Mann. Ganzen Massen versinken. Ne? Ein politisches. Oh fuck, das gibt's nicht. Können die nicht einfach die App jetzt da nutzen und rausgehen? Ah, ja. Hang tight. I'll nab the boat. No. Ryuchi! It's now or never. Here it goes! Jawohl, ja. Jetzt ist er ein echter Actionheld. Er jetzt dahin. Hang on! We're moving. Hang on, das ist ein guter Spruch. In der Situation. Oh nein. Scheiße, oh Gott. No way. It can't be. Come on, what the hell, Ryuchi? Ryuchi! Scheiße, oh Gott, dann hat das Ganze jetzt doch noch ein Opfer gefordert und ausgerechnet. We're back. Ryuji. Ja, er ist nicht da. Ryuji! He didn't make it out. We gotta go back! Nur wie? That's impossible. Der Palast dürfte wohl ausgelöscht sein. This isn't funny at all. So, this is the treasure. Wie kaltblütig. It's a legislator's pen. Hören wir jetzt schon Gespenster reden? For real though, why do palaces gotta explode so much? Can't they disappear normally?
Mann, der lebt. Verdammte Scheiße. What? Didn't you die? Was eine Frage. What? Sollten die sich nicht freuen? I got blasted out from the explosion. When I woke up, I was lying on the grass. I mean, ain't I alive? What's this? Your crying face is so not cute. It's your damn fault! Das ist schon ekelhaftes Benehmen. What did I do? Was zum Teufel, Mann? We were worried about you. Das ist so nicht cooles Benehmen von den Mädels. You troublemaker. Mann, seid doch froh, dass er lebt. What's this about? Hold on, okay? Come on. I almost kinda died. Echt mal. Dann hauen die ihm noch eine rein? You guys are joking, right? I'm feeling a bit hungry. Was zum Teufel? Also nee, sorry, das geht echt mal gar nicht. Why don't we stop by somewhere before going home? Und jetzt tun die einfach so, als ob alles in Ordnung wäre. Also das sind... Then I want sauteed foie gras. Das sind keine guten Freunde und Freundinnen. We're in reality right now, you know. Sorry, aber sowas macht man echt nicht. Der arme Kerl, ey. Geht fast drauf und dann wird er zusammengeschlagen dafür, dass er noch lebt? Sir! What am I? Huh? Is the medicine still affecting you? Medicine? Should we get him to a hospital? We should probably wait and see a little longer. I Ich glaube, es wirkt. I must atone. Jawohl, das wollen wir doch hören. No, was his heart changed? Sieht ganz danach aus. Did the temporary death serum not work? Sir. If he's had a change of heart, will he blab everything about us? Tja, sieht wohl so aus, Kumpel. Everything will be ruined. What are we supposed to do about his campaign? Announce that he's not feeling well. Arrange a hospitalization in absolute secrecy. Don't let anyone near him. Scheiße, Mann. Die wollen das echt jetzt noch... Yes, sir. Yes, sir. Die wollen das echt jetzt noch durchkreuzen irgendwie. Keep the media out. Damn it, we have to do something. Scheiße, Mann. Der muss irgendwie an die Öffentlichkeit und das, den ganzen Scheiß gestehen, ey. Und die wollen das verhindern, wahrscheinlich irgendwo wegsperren. Oh, Kacke. What the? Ach, Scheiße, die Gorillas waren ja hier. Judging from his lacerations, it would appear he was kidnapped, then killed at another location. And... Sojiro! Don't tell me. I'm gonna get angry if you don't come out. Tja, das wird er wohl nicht können, oder? Sojiro. Hey. Didn't know you guys were back.
Okay, ist der aus der Haft raus? You're the same as Ryuji! Oh Mann, geht das schon wieder los. What are you talking about? I was taken to that asshole Shido's place. They suddenly told me I could go home. Interessant. That's thanks to his change of heart, right? Ich denke so in der Art. Thought as much. They had me blindfolded the whole time. So I've got no idea where they took me. Though it sounded like they were oddly bustling about. Looks like it's going well. Ja, wenn ihr nur wüsstet. Man, my handsome mug was nearly ruined. That's all fine and dandy. Ja, nur dass der Ort hier aussieht wie eine Müllhalde, ne? They really did a number on this place. Ja, das kann man wohl sagen. Sorry to bother you two when you're tired, but I need you to help me clean up. Tja, das machen wir doch bestimmt gerne. We just have to wait like usual now. Ja, ein paar Tage sind es ja dann noch. Aber nun gut, hoffen wir mal, dass irgendwie so ein bisschen Normalität einkehrt. Und wir kriegen einen Anruf. Wir haben es endlich geschafft. Das haben wir wirklich. Wir haben alles getan, was wir können. Wir haben angefangen mit unserer... Schließlich haben wir mit unserer großen Ankündigung dieses Mal angefangen. Ja, das kann man auch so nennen. Ich kann die Ergebnisse kaum abwarten. Aber diese ganze... Popularität spielt jetzt keine Rolle mehr. Richtig, Dinge wie Zustimmungsraten sind nicht mehr wichtig jetzt. Yeah! Wir haben dieses Mal definitiv das Richtige für die Gesellschaft getan. Können da einfach nur stolz drauf sein. Habe ich recht? Das können wir wirklich. Auf jeden Fall. Alles, was noch übrig bleibt, ist, die Ergebnisse abzuwarten. Alles klar. Wir sollten uns einfach ganz normal benehmen, während wir das abwarten. Ja. Wir mal also, ne? Well then. Das Shopping-Programm im Fernseher, okay, ist jetzt nicht so wichtig für uns. Oh. Mishima. Mann, ihr habt es echt geschafft. Das war so aufregend. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ihr es mit Shido aufnimmt. Aufnehmt. Ich bin froh, dass ich die Fanseite behalten habe, trotz all der Kritik. Ich denke, ich werde die Umfrage ändern, um euer Comeback zu feiern. Das ist eine gute Idee. Die offensichtliche Antwort wird dieses Mal ja sein. Ich glaube an euch. Bleibt stark. Ah, dieser Typ ändert sich nie. Das ist auch gut so. Es klingt so, als ob er sich darauf freut, wie sich das Ganze entwickelt. Alles, was wir jetzt tun können, ist abzuwarten. Ja, 7 Tage sind es ja immerhin noch. Was haben wir hier? Hier ist ein ziemlich dunkles Gericht über einen großen Produzent in der Unterhaltungsindustrie. Anscheinend hat er junge Idols dazu gezwungen und andere Mädchen mit ihm Sex zu haben und ist so über die Ranglisten nach oben gekommen. Ja, das klingt schmutzig und ekelhaft. Es fühlt sich so an, als ob er einfach nur seine Träume damit befeuert.
Um den sollten wir uns definitiv kümmern. Das kann ich einfach, das können wir nicht übersehen. Nicht wahr? Jedenfalls habt ihr von Shiro Asakura gehört. Es scheint so, als ob er hinter diesen Verbrechen steckt. Ja, den kennen wir bisher noch nicht. Nun, ich werde auf euch, zählen, was den Rest anbelangt. Dieser Typ scheint nicht berühmt zu sein, aber wir können ihn nicht einfach gehen lassen. Reden wir mit allen im Versteck, wenn wir die Zeit haben. Oh ja. Weitere Anfragen noch für uns. Aber gut, ja, werden wir uns drum kümmern. Jetzt erstmal, achso, ne, wir können keine Massage nehmen, wir können einfach wohl nur ins Bett gehen jetzt. Siehst du aus, als hättest du endlich deine Rechnung beglichen. Fühlst du dich jetzt ein wenig besser? Ja, das kann man wohl sagen. Na gut, dann speichern wir das auf jeden Fall mal ab. Ganz wichtig. Oh. Ja, und dann ja, wir zeichnen unsere täglichen Aktivitäten auf. Ich wünsche dein kriminelles Image könnte endlich mal reingewaschen werden. Ja, sobald der olle Shido seine Taten gesteht, sollte das eigentlich kein Problem sein. Jetzt ist alles, was wir tun können, abzuwarten, bis er seinen Sinneswandel hat. Ja, gut, dann ab dafür und wir scheinen wieder irgendeinen Traum zu haben, ha? Oh, es geht mal wieder in den Velvet Room. Da bin ich ja mal gespannt. Die sollten doch jetzt eigentlich vor Freude nur noch jubeln können, oder? I've reconsidered my opinion of you, inmate. Na, das hört sich doch schon mal cool an. The look on your face seems to be that of a man who has accomplished a great deed. To think you would use the trap set against you to entrap them. Ja, ziemlich clever, oder? I've never seen a dramatic resurgence such as that. Truly marvelous. Those are the only words I can think of to describe you. Da sage ich doch mal danke. Wir schulden ihm viel für die ganze Hilfe. We should be thanking you for entertaining us thus. Unterhaltung? Okay, wenn er das so sieht, meinetwegen. You've even overcome a mysterious misfortune. There should be no one left to hinder your rehabilitation. Cool. Dann können wir jetzt... Your rehabilitation will be completed shortly. Das ist sehr gut zu hören. Dann können wir jetzt den Rest wohl nur noch genießen, wa? That is, if everything goes well, without any problems. Oh, okay. So, diese Lache, ich weiß ja nicht. Na gut, okay, gut. Dann sorgen wir mal dafür, dass wir uns keine weiteren Probleme ereilen und wir den Rest unserer Rehabilitation gut abschließen können. Wie er das gesagt hat. Ein paar Sachen haben wir ja noch zu erledigen. Das ist schon wieder Morgana. Oh je. Verdammt, wie viele Male hatte ich diesen Traum jetzt schon? Ja, ich habe auch nicht mehr so ganz mitgezählt. Was ist eigentlich mit Morgana? Oder könnte es vielleicht sein, dass es überhaupt gar kein Traum ist? Meine Erinnerungen sind immer noch nicht wieder zu mir zurückgekommen. Bei weitem nicht. Aber vielleicht gibt es da etwas, an das ich mich erinnern sollte. Was, wenn ich nicht wirklich menschlich bin? Und wenn das die Wahrheit ist,
und wenn das die Wahrheit ist und ich in den Tiefen von Mementos lebe, dann könnte es sein, dass ich... Matsuya. Ja, der scheint sich noch nicht wieder ganz gefunden zu haben. Also selbst nach unserem großen Triumph scheint Morgana immer noch nicht auf den Beinen wieder zu sein. Tja, da sind noch so ein paar lose Enden. Aber nun gut. Die Wahl ist an diesem Wochenende.